It's all about humanity. Meine Freunde, und willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir kaufen als nächstes hier ein Bantes. Ciao, Chu, Ciao, whatever, ist mir egal, für 125 Won mit 22%. Das Band nutzen wir dann später für den Schlangenbogen. Dementsprechend müssen wir das Teil noch schön auf 25% ziehen. Und zwei Bänder haben wir auch mal hier am Start zum Versuchen, das Band hochzukriegen. Der erste Try hat schon mal fehlgeschlagen und der zweite hat auch fehlgeschlagen. Ja gut, alle Bänder, die ich jetzt von den Hydratron kriege, spare ich mir dann natürlich auf. Und ja, dann schauen wir mal, wenn wieder mehrere am Start sind, werden wir aber vielleicht 5 bis 10 Bänder mal da draufhauen oder so. Natürlich dürfen Yutnori-Bündel hier nicht fehlen. Und zwar habe ich mir jetzt auch 5 Grusel-Pet-Kisten. Die machen wir auch gleich auf, bis ein Wayne oder ein Boost kommt. Falls wir natürlich Glück haben. Aber erstmal machen wir die 33 Bündel hier auf, in der Hoffnung, dass wir vielleicht 1, 2 magische Steine kriegen. Und dann fangen wir mal an mit einer Segi, Verzaubern plus Feuerwerkskreisel, Einverstärken, was wir nicht brauchen. Teleportationsring ist natürlich komplett Müll. Darüber brauchen wir gar nicht zu reden. Steineschmieds ist auch in Ordnung. Ich weiß noch nicht, ob der handelbar ist. Und die ersten 10 waren somit, die ersten 11 waren somit Schmutz. Komplett Schmutz. Das ist gar nicht zu gebrauchen. Ja, Verzaubern B. Brauchen wir auch nicht drüber reden. Chinesisches Feuerwerk auch Schmutz. Halbmenschenklinge. Geiststeinbündel. Segen des Lebens. Wo sind die magischen Steine da drin? Aha, Nummer 1. Dann noch einen zweiten und dann wären wir hier sehr gut bedient gewesen. Nochmal ein Edder hier am Start. 11 Stück haben wir noch. Noch 9, noch 8. Ein Mondstein, ein Wunnen. Siamesenmesser, Geiststeinbündel. Kordokron ist mythisch, ist auch noch okay. Aber wieder so eine Echse, ekelhaften Trank der Weisheit. Gegenstand verzaubern plus und zuletzt ein Gegenstand verstärken. Also ein magischer, schlechte Ausbeute meiner Meinung nach. Aber jetzt kommt noch was Wichtiges. Und zwar machen wir die Gruselpet-Kisten hier noch auf. Ich gucke mal, wo wir die hinpacken hier. Und dann ziehe ich nochmal ein bisschen EQ aus. Machen wir so. So, dass die Seite hier voll ist. Und dann schauen wir mal in der Hoffnung, dass wir hier einen Wayne oder einen Bruce rauskriegen. Wäre geil. Erste, ein Buh-Siegel. Das ist komplett Schmutz. Zweite, nochmal ein Buh-Siegel. 3 Buh-Siegel, Alter. What the fuck? Kürbisköpfchen. Und der letzte, ein Jadephönix. Also 5-mal Crab. Leider konnte es kein Aufhebebett. Das ist natürlich richtig scheiße. Das Ganze hat jetzt knapp 35 Won miese gefressen. Also wir haben jetzt 5 scheiß Pets hier leider Gottes am Start. Nochmal 3 Grusel-Pet-Kisten laufen, dass wir diesmal einen Bruce kriegen. Erste Truhe, Jadephönix brauchen wir nicht. Zweite Truhe, wieder ein Buh-Siegel. Und die letzte Truhe, ein Hui-Siegel. Also wieder 3 Truhen, kein Aufhebepad. Wir sind jetzt mittlerweile bei 11 Truhen. Ich habe ja schon versprochen, dass ich irgendwann ein paar Bänder besorge. Und nun ist es soweit, wir versuchen das Chao-Band hier weiter zu haben. In Hoffnung, dass wir 25% kriegen. Das erste hat schon mal fehlgeschlagen. Machen wir weiter mit dem zweiten. Auch fehlgeschlagen. Ich bin gespannt, ob eins überhaupt klappen wird. Das wäre schon mal cool. In Hoffnung, dass es natürlich direkt auf 25% springt. 4 haben wir schon mal durch. Das Ganze sieht noch nicht super aus. Und es hat geklappt. Wilde Geschichte. Jetzt bitte hab einfach 25%. Es hat 24. Schlimmer hätte es tatsächlich für mich nicht laufen können, weil 24% ist halt gefühlt unmöglich weiterzuhappen. Aber dennoch versuchen wir das Ganze, dass es hier vielleicht klappt. Vielleicht haben wir ja wirklich diesen einen Glücksmoment mal mit 24%. Ich erinnere mich ja nur an mein Band hier. Das Ganze war ja ziemlich katastrophal, aber naja, versuchen wir das Ganze trotzdem mal in der Hoffnung, dass es klappt. Jeder Try tut natürlich hier schon ein bisschen weh, weil die Bänder derzeit relativ teuer bei uns auf dem Markt sind, aber naja. Auch fehlgeschlagen. Letzten 2 haben wir dann auch noch rein. Fehlgeschlagen. Und das letzte Band für heute. Auch fehlgeschlagen. Ja gut, 24% ärgerlich gelaufen. Ich denke mal, ich werde das verkaufen und mir ein neues besorgen. Die Hydratruhensucht, die kickt derzeit wieder enorm. Deswegen müssen wir nochmal ein paar Hydratruhen hier aufmachen. In der Hoffnung, dass wir noch ein paar magische Steine mehr kriegen. Denn ich muss ja eh an massenmagische Steine denken. Deswegen wäre es ganz schön, wenn wir hier mal ein paar nochmal rausziehen. So 1, 2 Stück. Und ja, heute habe ich wieder 35 Won Hydratruhen aufgemacht. Und bis jetzt ist da nichts rausgekommen. Deswegen hoffen wir mal, dass hier wenigstens einer jetzt mal noch rauskommt. Wäre schön. Bis jetzt sieht das Ganze mal wieder nicht so gut aus. Also die ersten Truhen auf der Seite sind schon mal miese gewesen. Machen wir weiter mit denen. Hier haben wir auch nochmal 2. Die machen wir als erstes noch auf. Sieht auch nicht gut aus. So weiter geht's mit der hier auch nicht. Und jetzt die letzten hier auf der Seite sind auch nochmal 17 Stück. Nicht gerade wenig. Und da haben wir schon mal einen magischen Stein. Sehr schön. Ein zweiter wäre natürlich sehr geil. Dann haben wir Profit gemacht mit den Truhen hier. Weil das waren 18 von Truhen. Also in dem Sinne müssen wir rein theoretisch schon einen zweiten kriegen, um Profit zu machen. Ansonsten viele Bänder, vielleicht viele Exos, dann wäre das auch noch okay. Aber bis jetzt nicht so der Fall. Deswegen müssen wir schauen. Wieder Exos am Start, das ist wieder ganz nice. Der Rest ist eigentlich komplett Schmutz wieder.
Blaue Pelle können wir alles nicht gebrauchen, das verkaufen wir einfach alles weiter. Segis sind halt auch ganz okay, kann man immer gebrauchen. Geiststeinbühne brauchen wir eh, wenn wir mal Gaia wieder herstellen oder falls wir wieder Rüstung herstellen. Und wir haben den zweiten magischen Stein tatsächlich gekriegt. Das heißt, wir haben tatsächlich mal wieder Profit aus Hydratron gemacht und die letzte jetzt auch nochmal hier. Nochmal ein Passierschein. Ja gut, zwei magische, super gelaufen, kann mich nicht beschweren. Jetzt haben wir hier auf den Char gerade 11 magische Steine, meine ich, oder? 4, 7, 11 Stück plus 7 auf dem Main. Das heißt, wir haben 18 magische Steine gerade am Start. Ja, ein paar Dämonen plus 4 habe ich gesammelt gehabt in letzter Zeit. Von den ganzen Bosse-Farmen und so weiter und so fort. Und da versuchen wir jetzt mal 32 Stück herzustellen zu Machtsteine. Die Chance besteht 30%. Mal schauen, ob wir ja 10 Stück hinkriegen werden. Ich baller die jetzt einfach mal durch. Mal gucken, ob welche auf der zweiten Seite erscheinen werden. Ansonsten haben wir echt wenig hergestellt. Und wir haben 3 Stück, ich glaube 7 Stück konnten auf die ersten Seite hin. Ne, es waren 6, also haben wir 9 Stück hergestellt. Ja gut, 9 Stück ist eine schlechtere 1 zu 3er Quote. Indirekt war es jetzt eine Minusgeschichte, weil die derzeit 1,5 Wonnen circa wert sind. Also in dem Sinne, wenn die Quote immer so ist, lasst es bleiben. Wenn ihr natürlich ein bisschen mehr rauskriegt, dann lohnt es sich. Ansonsten, wie gesagt, zum Verkaufen sind Machtsteine definitiv besser als Dämon plus 4. Deswegen habe ich das Ganze jetzt auch gemacht gehabt. Positiv zu der ganzen Sache ist, ich habe jetzt jede Menge Yutnori-Geheimnisse am Start. Und zwar bin ich ja in der Grotte 3 gewesen, im mysteriösen Dungeon, und habe da eine Woche Autojagd laufen lassen. Und da kamen einige Yutnori-Geheimnisse bei rum. Wie ihr seht, habe ich jetzt gerade hier schon 216 Stück gemacht gehabt. Ich habe jetzt noch einige vor mir, und zwar nochmal 266 Stück. Ich wollte Minimum 400, das Ganze habe ich erreicht in einer Woche. Und ja, damit haben wir halt Push definitiv fürs komplette nächste Jahr am Start. Was sehr nice ist, falls ich irgendwelche Runs oder Bosse fahren möchte, nehme ich das natürlich mit. Das sind geschmeidige 10 Monster und nochmal 5 Doppeldrop für 30 Minuten. Das ist schon eine sehr nice Sache. Und wie gesagt, mit 400 komme ich locker über das ganze Jahr am Ende. Wir versuchen das Pferd auf Level 31 zu ziehen. Mal schauen, ob wir Glück haben. Wir haben tatsächlich Glück. Das Pferd ist Level 31. Das bedeutet auch, wir können den zweiten Pferdeskill nutzen. Und das, ja, ich glaube, wir müssen tatsächlich jetzt auch diese Pferdequest machen, um das neue Milligaul da zu kriegen. Mal schauen, wie das Ganze funktioniert. Ich schaue mir das im Wiki an und dann werdet ihr das natürlich auch hier sehen im Video. Und wir haben auch wieder 6 Grusel-Pet-Kisten am Start. Ich hoffe, dieses Mal kriegen wir endlich mal Bruce oder einen Rain. Wäre nice, weil langsam wird es echt Zeit. Das erste ist ein kleiner Feger, also den brauchen wir überhaupt nicht. Das nächste ist ein Wayne, jawohl, wir haben es endlich gekriegt, sehr nice. Wir haben noch 4 Kisten über, ich werde noch mehr Kisten mir ersparen, dass ich so meine 15 bis 20 Stück noch haben werde. Vielleicht kriegen wir da noch ein, zwei Stück im späteren Verlauf. Mit dem Pet lief es ja gerade gut, mal schauen, ob die Yutnori-Bündel hier auch mal gönnen. Gegenstand verstärken, B, ein Mondstein, das ist okay, ein Core Kospa nehmen wir mit, der Mondklinge Schmutz, Windschuhe Schmutz, nochmal Windschuhe, okay. Gegenstand verzaubern plus eine Segi, Quadrokonus Kospa, Ekstasefächer, Blaudrachenbogen. Ein magischer Wert, schon schön. Geiststeinbündel sind auch okay, ein Stichschwert, eine Habichtskralle. Ein magischer Stein, okay, die Truhen sind schon mal draußen, sehr schön. Noch ein Stichschwert, ein Trank der Weisheit und eine Dämonenklinge. Also im Großen und Ganzen ist das Ganze relativ gut gelaufen. Ja gut, weil es so gut gelaufen ist, machen wir nochmal 25 Stück. Mal schauen, was wir jetzt rauskriegen. Wieder einen Gegenstand verstärken, Geiststeinbündel, ein Stichschwert, Quadrokonus Kospa, das ist auch immer ganz gut. Ein magischer Stein, sehr schön. Ein zweiter wäre natürlich sehr, sehr geil. Dann haben wir so tatsächlich mal Plus bei den Dingern hier gemacht. Nochmal ein Chor Mythisch. Könnte auch nochmal was werden. Schmucksteine. Lolli der Stärke. Ein Mondstein. Tigerknochenohrringe. Die sind übrigens 20 Stunden, was sehr geil ist. Yutnori Spielbrett. Ein Lava-Höhlen-Ex. Und als letztes nochmal ein Telering. Im Großen und Ganzen mal schauen, was wir hier kriegen. Legendärer Drachenrubin. Okay, und ein Dia. Alles klar. Sehr, sehr schöne Truhen. Mal gucken. Vielleicht ist der Rubin sogar noch perfekt. Und er ist Crab. Okay. Die Truhen waren sehr schön. Wir machen jetzt die neue Pferdequest ganz fix. Wir müssen 100 Gnolle, was weiß ich, wie das ausgesprochen wird, töten. Und das haben, dafür haben wir 30 Minuten Zeit. Das ist ganz entspannt. Dafür müssen wir hier einfach hin bei dem Hellebardia, ist das, glaube ich. Und da gehen wir dann einfach mal kurz fix hin. Die haue ich jetzt eben ganz fix runter. Das geht eigentlich relativ schnell. Ich habe einfach Autojagd hier am Laufen. Und das geht eigentlich ganz entspannt. Die machen mir nicht wirklich viel Damage hier. Deswegen ist das eigentlich relativ easy. Ich denke mal so in spätestens 3-4 Minuten werde ich die Quest hier auch schon durchhaben. Wir hauen gerade den Atrin Großmeister hier runter. Das ist der Boss, der ab und zu mal One-Hits verteilt. Ich schaue mal, ob ich den jetzt schaffe oder ob ich den
ja, One-Hit-Kassiere hier. Ich habe soweit alles an, was ich anziehen kann. Ich habe natürlich Segen voll am Start. Ich hoffe natürlich nicht, dass sie jetzt den heftigen Skill raushaut, sondern dass ich ihn jetzt packe. Und das war gerade richtig knapp. Gott sei Dank habe ich Segen dabei. Immer schön ziehen. Jetzt komm, zieh durch den Rest. Ich will den Boss runter haben, damit wir die Kack-Quest hier auch abgeschlossen haben. Und wir haben es tatsächlich geschafft. Damit haben wir auch die zweite Ausrüstungsseite uns erspielt. Und das finde ich nice. Das holen wir uns gleich alle schön auf der Dongan-Ebene ab. Ja, jetzt habe ich hier schon drauf geklickt. Extra Ausrüstungsseite haben wir hier bekommen. Das Item sieht dann dementsprechend so aus. Und wenn wir jetzt Rechtsklick darauf machen, haben wir hier oben die zweite Inventarseite, Ausrüstungsseite freigeschaltet. Da klicke ich jetzt nicht drauf, weil dann sterbe ich. Obwohl, ich muss eh sterben, ich muss hier raus. Deswegen klicken wir drauf. Ach nee, wir haben Kostüme an, deswegen geht das nicht. Okay, wir gehen gleich mal eben kurz zur Dongan-Ebene. Wir sind nun beim Stahlburschen und wir geben jetzt hier die Prüfung ab. Zack, da haben wir das Ganze hier auch geschafft. Als Questbelohnung erhalten wir sogar noch 50 Pferdefutter, das ist echt schön. Wie lange dauert das denn, bis wir das goldene Pferdebuch kriegen? Mal schauen, 100 Millionen Yang haben wir am Start. Wir brauchen jetzt 24 Stunden und dann können wir uns das abholen. Sehr nice, dann ist das Ganze auch schon geschafft. Den Höllenturm haben wir jetzt wieder bis Ebene 43 gemacht. Gab weiter kann ich leider Gottes nicht machen. Dafür habe ich einfach generell zu wenig Verteidigung im Sinne von Windverteidigung oder halt ja, Erde oder sonstiges. Das Ganze funktioniert auch nicht ganz so, wie ich das möchte. Und ich habe halt auch wirklich keinen Teufel-IQ, was das Ganze natürlich unnötig schwer macht für mich. Deswegen lasse ich das Ganze. Ich habe wieder bis Ebene 43 ganz entspannt gespielt gehabt und habe mir ein paar Segnungen und sowas wieder gegönnt hier. Was auch ganz nettes nebenbei. Die Segnungen vom Turm hauen wir auf eine HTK drauf, weil da sind die besten Möglichkeiten oder gute Profitmöglichkeiten, die wir haben, wie 5 Bosse, 8 Medinsteine oder AW. Gibt halt viele Möglichkeiten. Kraft des Eises ist auch ziemlich beliebt. Deswegen schauen wir mal, was wir reinkriegen. Erster Switcher, 2 Gift-TP ist Schmutz. Der nächste ist komplett Schmutz. 4 Segnungen haben wir noch am Start, in der Hoffnung, dass wir irgendwas kriegen. Kraft des Windes können wir auch nicht gebrauchen. Machen wir weiter. Widerstand Blut-TP. Wo sind denn die guten Bonis hier? 1 Medinstein. Wir wollen aber mindestens 8 haben. Ein Gift 20 MP. Wo sind die guten Bonis gewesen, frage ich mich. Ein Bogen-Try darf im Video natürlich nicht fehlen. Deswegen hauen wir mal wieder drauf, weil Waffenstände gab es gerade günstig auf dem Markt. Die habe ich mir mal geschnappt. Deswegen machen wir mal einen Try hier. So, 3, 2, 1. Und es hat mal wieder fehlgeschlagen. Mein Gott, ich glaube, irgendwann muss das doch mal klappen hier. 3 Versuche auf den Schlangenbogen sind wieder am Start in der Hoffnung, dass jetzt mal endlich was klappt. Das sind wieder geschmeidige, ja, gefühlt 150 Won, die wir hier verbrennen. Also komm, jetzt gönn mal endlich das Ding auf plus 10. Wird langsam Zeit. Erster Versuch hat fehlgeschlagen. Komm, please, geh einfach auf plus 10. Ich will mir das ehrlich gesagt nicht mehr antun. Wir haben echt viele Tries für plus 11 schon am Start, deswegen gönn endlich. Mein Gott, ich will den Bogen tatsächlich irgendwie nicht mehr haben. Das macht langsam keinen Spaß mehr. Deswegen bitte klapp jetzt endlich Nummer 3. Es hat wieder fehlgeschlagen. Eieieiei, es wird immer teurer. Und an dieser Stelle beenden wir wieder das Video. Ja, wurde am Ende wieder ein bisschen Won gewastet, aber mit dem Wayne-Pad, was wir ja gekriegt haben, holen wir wieder 300, 400 Won aus der Grotte 3 wieder raus, weil ich ja nur noch 4 Altisteine laufen lassen muss. Daher ist das ziemlich praktisch und ja, schon schöne Sache dann, wenn man mit so wenig Push wie möglich dort rein kann. Also, wie gesagt, an dieser Stelle war es das mit dem Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch mal wieder gefallen. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, ein Kommentar, das würde mich freuen. Haut rein, wir sehen uns im nächsten Video. Euer Simply. Ciao, Freunde.